Ihr süßen Mäuse, eure Dupemaus ist wieder da und ich habe etwas gefunden, was euch locker 100 Euro spart. Ach, mehr, Tausende, wenn wir Girl Math anwenden. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bei meinem, ja, ich würde schon sagen, fast täglichen Wanderschaften durch die Weiten von Amazon bin ich auf etwas gestoßen, was meine Aufmerksamkeit freudig erregt hat. Denn ich liebe Dupes. Ihr liebt Dupes, ich liebe Natascha Denona, ihr liebt Natascha Denona. Aber Natascha ist sehr, sehr teuer und Natascha ist sehr, 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 sehr teuer. Hat aber eine schöne Farbzusammenstellung und dann habe ich was gefunden von der guten Lamora. Vielleicht ist Lamora die Schwester von Sabrina Rudnick, aber die Maus haben zwei Lidschattenpaletten rausgebracht und die werden wir heute testen. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, auch wenn ihr hier nicht neu seid, und dem Kanal ein Abo dalasst. Kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Dupes. Ich helfe euch wirklich viel Geld zu sparen, was ich euch schon an Geld gespart habe, weil ich euch günstigere Produkte gezeigt habe. Es ist ein Mäuse. Okay, wir fallen mit der Tür ins Haus. Ich liebe Natascha Denona. Ich bin gerade ein bisschen sauer, aber auf sie, Tatsache wirklich, aber das ist okay, ich freue mich einfach drüber. Aber ich habe einen Dupe gefunden. Ihr wisst es, eine meiner liebsten Natascha Denona Paletten ist die Bronze Palette. Liebe ich sehr, benutze ich regelmäßig, habe ich schon unendliche Male euch gezeigt. So, und dann bin ich bei Amazon auf das hier gestoßen. Es gab noch eine dritte, die habe ich nicht gekauft. Die lag so bei 12 Euro? 11,99 Euro. Das ist ein Schnapper. So. Und es gab zwei Paletten. Einmal die Attraction Palette. Ich blende euch hier ein Bild ein. Und einmal die Bronze Dream Palette. So. Jetzt müssen wir uns das ganze Mäuschen hier mal anschauen. Erstmal erwarte ich nicht unbedingt, dass es 1:1 wie Natascha Denona ist. Aber wenn man sich beide zusammen nebeneinander hält, fällt einem doch schon auf, dass sich viele Farben sehr, 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 sehr ähnlich sind. Es fehlt bei dieser günstigen Alternative eine Reihe und die Anordnung ist auch nicht die gleiche. Also ihr seht es, ne? Aber wir haben beispielsweise Lava und Bliss, die nicht gleich sind, aber ähnlich. Wir haben Ginger. Ich swatch euch mal ein paar Farben hier. Hier, die beiden sind zum Beispiel fast gleich. Das ist Rhodium und Deep. Bronze und Palladium. Das ist fast dasselbe hier. Okay, also ihr seht schon, sie sind sich ähnlich. Es gibt ein paar, es gibt einige Überschneidungen. Manche sind so ein bisschen anders vom Unterton her. Aber selbst hier, beispielsweise bei denen, wo der Unterton einfach nur ein bisschen unterschiedlich ist, sieht man, dass der Schimmer da drin gleich ist. Beide haben so ein bisschen Gelb, ein bisschen Grün und ein bisschen Blau mit drin. Bei den anderen Schimmerfarben sehen sie sich ähnlich. Sie fühlen sich anders an. Natascha hat eine sehr, sehr cremige Textur. Aber am Ende, ihr kennt meine Dupe-Regeln, am Ende will ich natürlich nicht eine 1:1 Kopie davon haben, sondern ich möchte eine günstigere Alternative haben, die jemand anderem das Gefühl gibt oder wo jemand anderes den Unterschied nicht sehen könnte. Ich hatte erst überlegt, ob ich auf der einen Seite Natascha Denona, auf der anderen Seite das Dupe mache. Das zeige ich euch bei anderen Plattformen. Ich wollte hier auf der einen Seite die Bronze, auf der anderen Seite die Attraction Palette benutzen, dass ihr einfach beide mal in der Performance seht. Ich habe leider die Glam Palette von Natascha Denona nicht. Ich habe aber diese hier. Die sind natürlich anders, aber gehen ins ähnliche Farbschema, ne? Sehr kühl, wobei die kommt wirklich der Glam Palette deutlich, deutlich näher. Aber wenn wir wissen, dass hier, wie heißt sie, Lamora, jetzt hier Dupes macht, dann wissen wir, dass auch mit Sicherheit diese Palette und alle anderen folgen werden. Deswegen würde ich mal sagen, wir probieren die einfach aus, wie sie sind. Ich verlinke sie euch unten. 12 Euro ist jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Es ist natürlich, sind drei Farben weniger als in einer Tasche Denona Palette. Das Packaging ist natürlich auch aus Papier. Es ist deutlich, deutlich günstiger produziert. Aber ich wollte es euch einfach nur mal gesagt haben, so ist es. So kann es funktionieren. Ich bin gespannt, was ihr optisch schon dazu sagt. Ich bin sehr gespannt. Heute ist übrigens ein aufregender Tag. Wir haben nämlich kein Wasser. Ich freue mich, mich gleich abzuschminken. Ich starte in der Bronze-Palette mit der Farbe Desert hier. Kaum Kickback. Pinsel sieht gut voll aus. Spiegel ist gut. Und die setze ich mir
in die Lidfalte. Mein Ziel ist es, dass ich wirklich einen ähnlichen Look habe, falls euch ein wirklich Side-by-Side-Vergleich interessiert. Also auf der einen Seite Natascha, auf der anderen Seite Lamora. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Der Anspruch ist aber nicht, dass, also es ist nicht möglich, dieselbe Textur natürlich wie Natascha hinzukriegen. Aber so das Konzept dahinter ist schon sehr, sehr ähnlich. Und dafür, dass sie so hell hier in dem Pfännchen aussieht, kommt sie wirklich schön auf meinem Auge heraus. Das ist jetzt nur meine Transition Shade, die blende ich auch richtig schön hoch und gehe dann direkt in die Farbe Cayenne mit demselben Pinsel und blende das damit rein. Ich möchte einen richtig schönen dunklen Look haben, der in die Natasha Denona Bronze Palette geht. Ne? Ich habe euch dazu ein Video gemacht, falls euch das interessiert. Ich verlinke euch das einmal in der Ecke. Aber selbst die Farbe kommt gut raus. Sie haben absolut kein Kickback. Sie sind echt hart gepresst. Also man muss so ein bisschen mit dem Pinsel arbeiten. Aber die Farbe ist da. Ich nehme mir einen sauberen Pinsel, gehe nochmal in die Farbe Desert und blende jetzt einfach nur hier oben die Kante aus. Das geht sehr gut. Das ging überraschend gut. Ich will tatsächlich nochmal hier in die Farbe Burnt gehen. Die sieht ein bisschen dunkler aus. Nee, die ist tatsächlich einfach nur wärmer. Die andere ist eher so ein bisschen braun. Also das ist schon die dunkelste Farbe der matten Shades gewesen. Könnte ein bisschen rötlicher sein. Ich hätte sie auch nicht Bronze Palette genannt, sondern vielleicht Copper, also so Kupfer Palette, weil die Farben für mich nicht so bronzy sind, sondern eher so Kupferfarben, was aber völlig okay ist. Ich nehme auch denselben Pinsel und gehe die Farbe Deep, denn das ist eine ganz spannende Textur. Die ist inspiriert, Tatsache, von dieser Natasha Denona Textur, so ein Semi- oder Demi-Matt. Sehr, sehr, also schon fast cremig. Ist natürlich nicht so weich, aber es ist nochmal eine andere Textur als die davor und die sieht auf dem Auge so ein bisschen feucht aus. Schön, wirklich schön. Also, bin überrascht. Die Farbe ist natürlich auch schön. Die fühlt sich auch nochmal anders an. Die ist sehr, sehr buttrig. So ein bisschen Duochrome. Ich nehme jetzt aber einfach mal erst die Farbe Heat. Die fühlt sich auch so buttrig an. Ich musste gerade wirklich gucken, ob ich die richtige Palette in der Hand habe. Weil schaut euch mal bitte diesen Swatch an, ne? Das ist ja gigantisch. In denselben Finger gehen die Farbe Ginger. Die ist auch ganz, ganz. Nee, nee, wartet mal. Das fühlt sich genauso an wie die Natascha. Die swatcht natürlich nicht ganz so krass, aber die fühlt sich sehr, sehr ölig an. Also super cremig. Ist ja unglaublich. Ganz ehrlich, gekauft. Also ich habe sie schon gekauft, aber vom Feeling her, die zwei Schimmer jetzt gerade, beziehungsweise die drei Schimmertöne, waren sehr, 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 sehr krass und ist ein super schönes Ergebnis. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an den Look, den ich bei der Review geschminkt habe. Okay, ja. Also ich glaube, seht ihr selber, ist eine sehr gute Lidschattenpalette. Und mit einem kleinen Pinsel gehe ich in die Farbe Dynamit oder Dynamite. Setze mir die hier hin und habe einen Natasha Denona Bronzy Look. Wow, okay. Die Bronze Dream Palette. 10 von 10. Hier bin ich sehr gespannt. Hier habe ich tatsächlich keinen direkten Vergleich, aber auch hier fühlen sich die Farben extrem. Was ist das? Es fühlt sich extrem buttrig an. Eins, zwei, drei. Vor allen Dingen hier, das ist. Ich liebe diese schmutzigen Farben, ne? Radiant. Die matten Farben. Ja, das Schwarz Dirty ist ein bisschen matter. Okay, ist auch ein matter Ton, Maxim. Funktionieren. Also ich hasse sowas, ne? Weil ich ja so ein großer. Bei manchen Marken tut es mir noch ein bisschen mehr leid, wenn ich Dupes finde, die sehr, 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 sehr gut sind, weil ich die Marken so gerne mag. Bei manchen Marken denke ich mir so, okay. Aber gerade hier ist die Freude eigentlich groß, weil diese Paletten halt so teuer sind und die hier halt nur 12 € kosten. Wir probieren jetzt mal die aus. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, gehe erst in die Farbe Sand. Die hat ein bisschen mehr Kickback. Ist deutlich kühler als in der anderen Palette. Sehr, sehr schöner. Kühler Braunton, ließ sich extrem gut ausblenden. Ich gehe in die Farbe Stone und setze mir die hier hinten als dunkelsten Punkt hin und habe so einen richtig schönen Schatten. Soll ich die Glam-Palette auch nochmal bestellen? Ah, ne? Ist jetzt, also die erinnert mich schon, die Glam-Palette erinnert mich schon sehr, sehr stark an die Einide, an die neue Palette. Aber das hier ist ja, es ist, die matten Töne sind unterschiedlich. Das, da brauche ich nicht. Brauche ich jetzt hier nicht schönreden. Die matten Töne fühlen sich unterschiedlich an, sehen aber am Ende des Tages
genau gleich aus. Die Schimmertöne sind das, was Natasha Denona halt so krass kann, ne? Und was auch Lamora sehr gut kann. Ich nehme Dirty, das Dunkle hier. Kannst du mir nicht erzählen. Und jetzt nehme ich den Pinsel und gehe einfach in die Farbe Star. Das ist hier so ein cremiger Ton. Erstmal, um den hier so ein bisschen rüber zu dusten. Mocker, ein bisschen hier an den Übergang. Und mit so einem flachen Pinsel gehe ich jetzt hier in die Farbe Summer. What war das? Was war das denn? Shoot. Habt ihr das gesehen? Ich habe immer noch Farbe am Pinsel. Ich habe eine komplette Cut Crease gerade gezogen. Mit dieser einen einzigen Farbe. Oh, wow. Ja, das war krass. Habe ich gerade nicht mit gerechnet. Schaut mal, wie schnell dieser Look ging. Und ganz ehrlich, mir gefällt der besser als der Bronzy-Look. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mir diese warmen Farben so ein bisschen übersehen habe und ich gerade einfach kühle Farben sehr, sehr schön finde. Aber schaut euch das mal bitte kurz auf die Entfernung an, wie unterschiedlich diese beiden Looks sind, aber trotzdem, wie krass dieser Schimmer rauskommt. Für Natascha tut's mir wirklich leid. Ich freue mich für euch. Ich lasse jetzt mal die Mascara aus den wassertechnischen Gründen weg. Ich bin wahrlich überrascht davon. Gerade von der Attraction-Palette hier, weil ich da jetzt keinen Vergleich habe, aber die Formulierungen sind ja dieselben. Oder nicht dieselben. Ne? Die Bronze-Palette sieht fast genauso aus wie die von Natascha. Natascha ist natürlich noch ein bisschen cremiger. Es sieht auch auf dem Auge dann etwas cremiger aus. Aber ganz ehrlich, selbst wenn das kein Dupe sein soll, ist das oder sind das krasse Paletten. Sie sind natürlich inspiriert davon und die Formulierungen fühlen sich auch vor allem der Schimmertöne sehr, sehr verdächtig ähnlich an. Aber selbst wenn man von dem Dupe-Gedanken wegkommt, ist es einfach eine phänomenal krasse Palette. Das ist, ihr habt es gesehen, dieser Schimmerton unglaublich gewesen für den Preis. Das ist ein wirklich sehr, 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 sehr gutes Gefühl gewesen auf den Augen. Es fühlt sich gut an, es brennt nicht. Das ist immer so ein bisschen tricky, ne? Manchmal brennen ja solche Paletten. Ganz, 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 ganz toll. Ich bin sehr überrascht. Ich werde mir die dritte auch noch bestellen, bevor ich dieses Video online setze. Kann ich euch empfehlen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Paletten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon getestet. Dann freue ich mich über eure Review. Ich verlinke sie euch unten. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.